Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ich habe mir Distance rausgesucht. Es ist momentan in der Beta. Ich habe es mir schon vor einiger Zeit mal runtergeladen. Schon mal reingeguckt, aber war bisher noch nicht dazu gekommen, mal wieder zu zocken. Zumal ich fand, dass es mit Maus und Tastatur doch schon kompliziert wird. Deshalb, wo ich ja mittlerweile auch meinen Steam-Controller hier habe, werde ich das damit machen, weshalb ich nicht so viel reden werde wie gewohnt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und wir restarten. Wie gesagt, ich habe schon mal reingeguckt. Einfach mal das Adventure, dass ihr so ein bisschen seht, was hier abgeht. Sci-Fi. Das Ganze und Akkad-lastig und nicht schlecht. Das Fahrzeug fährt hoch. Okay, eine Singularität wurde entdeckt und es wird ein Warp initialisiert. Und wir gehen die volle Distanz. Uhu. Habt ihr gesehen, schöne Landschaften, relativ ruhig, also keine typischen Soundgeräusche. Sein, man macht den Booster an und wir kämpfen uns hier weiter durch.
Und es wird immer komplizierter. Jetzt ist schon Springen hinzugekommen. Und als nächstes kommt, glaube ich, das Fliegen. Ups. Nochmal Whoops. Das Coole ist, also mit dem Steam Controller hat man ja diese Tasten unten drunter und dadurch kann man sehr viel einfacher als mit anderen Tasten boosten und springen gleichzeitig.
Okay, das war jetzt krass. Ihr habt jetzt das Fliegen gesehen, das klappt also auch. Wie gesagt, auch mit dem Controller, das ist sehr viel einfacher als sonst. Ich glaube, wir haben gewonnen. War irgendwas Böses. Es wird ja nicht viel dazu erzählt. Aftermath. Power ist nervig.
Erstmal wieder fangen. Tragflächen helfen. So. Wow. So, an dieser Stelle. Oh, Expert Difficulty. Okay. An dieser Stelle sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr schaut auch bei den nächsten Angezockts vorbei. Es werden jetzt wieder mehr kommen. Und bis dahin. Ciao, ciao. Viel Spaß.